Hallo, ihr Küken, damit recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr fahrt nach dieser Zeit für ein bisschen Indie hoch. Heute spielen wir zusammen Dark Places. Keine Ahnung, was in dem Spiel geht. Gibt's auf Steam? Those strange dreams have been haunting me for several weeks. They are growing me more real. Sometimes I feel like their shadows seem to come in touch with my soul. This feeling is impossible to describe. I don't know how long I can live like this. November 26, 1996. Also ist November 1996. Und irgendwas mit komischen Träumen, die ihn verfolgen seit ein paar Wochen. Und die werden immer mehr real. What? Habe ich eine Flashlight? Dad! What? Für ein Fool. Hä? Ob sie so gut war? They all deserve it. What? Ach du Scheiße, das verändert sich dann. Jo. Wie war wunderbar? Was ist denn das für ein Fool? Dad! Man muss auf jeden Fall hier bleiben. Na, ich bin ja da ganz toll in solchen Dingen. Na, wunderbar. Vor allem sich hier zurechtfinden. Also hier geht schon mal nicht weiter. Die ist schon mal scheiße, ne? Die ist schon mal nicht gut. Und immer schön aufpassen, wo man hinläuft, ne? Kann ich ja springen? Ich könnte auch springen. Aber hier geht's mal weiter, ne? Aber hier nicht. Anscheinend. Oh. Oh. Oh, ich pack ihn ab. Da sind wir hergekommen. Mir bleibt also nur die Option zu springen. Hat ja schon mal geklappt. Ich habe ja keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Was ist das? Da geht's aber auch rein. You can isolate yourself from your fears forever. Sooner or later you will have to fight them. Früher oder später wirst du sie besiegen müssen oder bekämpfen müssen. Eine Uhr. Wie komme ich jetzt wieder da raus? Hier irgendwie. Und dann hat sich ja hier was geöffnet. Da waren wir aber drin. Da würde ich sagen, geh mal nach da hinten. Wenn ich nicht vorher den Löffel abgebe. Kann ich aber nichts tun. Why? Was soll jetzt diese Scheiße? Dieser Fool. Nicht drauf gehen. What? Oh. Schwabbeldabbelding, du. What the hell? Komm ich jetzt hier rein? Immer noch nicht. Jeez. Aber hier hinten waren wir ja schon. Hier müsste ich wieder springen.
Und hier waren wir drin. Und hier waren wir drin, also muss ich hier wieder springen, ne? Ach du Scheiße. No, real? Really? Muss jetzt den ganzen Fool nochmal machen. Ist das ein Ernst, Paul? Ja, horst. Ah ja, klar, warum nicht? Also Leute, ich verstehe das Spiel halt nicht, ne? Klar, ich muss hier Ding Dong, Chicky Chicky Bam Bam, Chicky Wara, verstehst du? Aber sonst? Kein Plan. Und nun müssen wir. Machen wir nicht. Nein, nein. Hier lang? Nee. Hier lang? Nee. Hier? Hier irgendwie? Ich bin ja von hier gekommen. Da müsste ich ja. Hier habe ich ja das gemacht. Muss ich mal da drücken? Oder was? Jetzt sind wir mal hier. Der Milan spielt wieder was ganz anderes. Da waren wir aber schon drin. Hä? Ah, jetzt checke ich gar nichts mehr. Monsters are so desperately breaking into our world. There is a sense of impunity here. Good people die because they prove to lofty the idols. The naivety making them an easy prey. If anyone hits you, do not allow it to break his arm in such a way so he could never hit anyone else. You verstehe kein Wort. Verstehe kein Wort. Ich da. Super Englisch sprechen, da verstehst du. Da ist aber noch eine Tür. Jesus Christ. Jo. Leute, was ist für Spiele gibt? Ja. Willst du mich hier verarschen oder was? Aber nicht mit dem alten Mann hier, gell? Das kann ich ja gleich sagen. Guck mal da lang. Sieht so dunkel aus. Ich glaube lieber nicht da lang. Aber ich glaube, ich muss da lang. Es gibt keinen anderen Weg. Noch so mal rübergekommen, ne? Aber da waren wir ja auch schon drin. Oder? Ist das der Weg? Da sind wir dann in unserem Raum. What the hell? Leute, ich verstehe es nicht. Ich check's nicht. Ich habe absolut keinen Plan. Es hält mich ratlos. Sprachlos. Wo ist eigentlich die Tür hin von vorhin? Jesus. Wisst ihr, diese Ausgangstür? Wo ja zu war. Weil eine war ja zu. Und jetzt ist sie offen. Oh. Aber hier kann ich nichts tun. Die Tür ist zu. Ich kann ja nichts tun. Mal da probieren. Jetzt hat sich geöffnet. Thank you.
Friedhof oder was? Yes? Hallo? Dad? My strange is leaving me. I have to remember. I have to gain control. Saving. Jetzt speichert er erst, oder was? What? Jo? What? Geht ab? Immer gleich. Jo, jetzt wird geschossen. Jesus. Holy. Aber gerade noch mit dem letzten Schuss, ja. Da sind wir gerade mal rechtzeitig oder richtig gelaufen, ne? Weil hier gab es nämlich... Oh, Falle. Oh yeah. Gleich mal ein bisschen voller Blut. Was geht jetzt ab, Leute? Da ist aber nochmal eine Tür. Health. Dann bleibt also nur noch dieser Weg jetzt. Nice. Gleich mal nachladen hier. Jesus. Aber ob ich mich hier jemals zurechtfinde, ich hab keine Ahnung. Da finde ich ja nie im Leben raus. Herz ist immer gut. Gesundheit ist immer gut, Leute. Du Arsch, du wäre atmet ja. Du Vollzombie oder was? Du Vollsponk hier im in der Zwangsjacke oder was? Mann, ich hab noch 36 Hals. Das ist nicht gut. Aber hier waren wir ja schon. Glaube ich doch. Hey, bist du wieder zurück? Wieso gehe ich wieder zurück? Wir gehen wieder zurück. Hosti, du gehst zurück, du Arsch. Ich weiß. So ist schon cool. Ist ja voll das optische Highlight, ne? Nee, aber schon cool. Es ist halt nichts Besonderes, ne? Das sieht man ja, ne? Das war schon mal the wrong way, ne? What? Da kommen wir nicht durch. Leute, ich weiß jetzt halt nicht, wo ich jetzt hier noch weiter soll. Weil ich habe ja Game over. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das müsst man genügen. Ihr könnt euch gerne mal selber runterladen. Ich weiß nicht, ob es die Demo ist oder das ganze Spiel gekostet hat, aber hat es auf jeden Fall mal nichts. Gibt's auf Steam, steht alles in der Videobeschreibung. Das war Dyke Places. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einschaltet auf dem Rossi-Kanal. Bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann wieder das Köpfchen drücken, press the Headbutton for subscribe my channel. Ansonsten genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß mit anderen Frauen und save the Internet und geht wählen. Und ihr wisst, wen ihr wählen müsst und niemals dürft. Aber bitte gebt eine Stimme ab, weil keine abgegebene Stimme hilft nur wieder diesen Dreckärschen.
In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, ich sag tschüss und fick die Hunde, 2 Euro Zigaretten, thank you und goodbye. Ciao, ciao.